Freunde der Technik, Überraschung bei Samsung. Statt dem großen erwarteten Ausschlag am 9. August beim wahrscheinlichen Samsung Galaxy Note 9 Event hat Samsung schon heute, am 1. August, etwas Neues vorgestellt. Und zwar das Samsung Galaxy Tab S4. Was das Ding kann, sehen wir jetzt in diesem Video. Bleibt mal dran. Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt in die technische Tiefe gehen, schauen wir uns das Tab S4, das brandneue Samsung-Tablet, doch erstmal genauer an und fangen bei der Rückseite an. Da sehen wir, wer das S3 noch vor Augen hat, gar nicht so viele große Unterschiede. Es ist immer noch Glas, Gorilla-Glas, also es kann auch mal theoretisch auf den Boden fallen. Ich würde es hier ungern nur auf den Betonboden fallen lassen, da könnte doch was kaputt gehen. An der Seite haben wir dann Aluminium und ihr seht schon, die Verarbeitung hier ist wirklich sehr hochwertig. Also hier gibt es keine Spaltmaßen, keine unschönen Kanten und Ecken. Das ist wirklich aus einem Guss gefertigt. Wir haben hinten eine 13-Megapixel-Kamera. Gut, mit dem Tablet fotografieren vielleicht ein paar Leute aus dem fernen Asien. Hierzulande sehe ich aber relativ wenig Leute, die mit der Kamera rumspielen. Aber eine 13-Megapixel-Kamera ist an Bord, genauso wie auch auf der Vorderseite. Und damit kommen wir auch schon zum Display. Vorne haben wir eine 8-Megapixel-Kamera, was sich natürlich gut für Skype-Telefonie oder Videochats an sich eignet. Und das hier ist eigentlich das Herzstück des Tab S4. Wir haben hier einen 10,5 Zoll großen Bildschirm. Der löst in WQXA auf. Das ist eine besonders hohe Auflösung. Wir kommen nämlich auf 2560 x 1600 Pixel. So, das ist also wirklich eine Ansage. Hier ist wirklich alles gestochen scharf. Und ihr seht auch, es ist ein OLED-Display, also ein OLED-Panel drin. Und dementsprechend sind die Farben richtig, richtig gut, richtig schön knallig. Und wir haben eine hohe Helligkeit. Ich habe das jetzt mal so eingesteckt hier, dass ihr euch das in Ruhe angucken könnt. Es geht aber noch viel, viel mehr. Und man kann das natürlich auch alles runterregeln. Aber voll aufgepumpt kann man das auch in Sonnenumgebung gut nutzen. Das Gerät gefällt mir relativ gut, das Display. Und der Formfaktor hat sich geändert. Wir kommen jetzt hier auf ein 16:10 Format. Beim Tab S3 und den Vorgänger waren es ja noch 4:3. Und ihr seht auch schon, dank der 10,5 Zoll ist es, obwohl das Tab S3 kaum kleiner ist, ist das Tab S4 gut gewachsen. Allerdings nur bei der Displayfläche. Der Rahmen ist nämlich hier deutlich kleiner geworden. Das war beim Tab S3 doch deutlich griffiger. Kann man zwiegespalten sehen. Also ich muss sagen, ich finde das Display wirklich eine Wucht. Das ist schön, aber es gibt irgendwie keine richtige Fläche mehr, das so wirklich festzuhalten. Weil ihr seht schon, ein Tablet, das hat man ja meistens im Wohnzimmer, auf der Couch oder auch zum Arbeitseinsatz irgendwie in der Hand. Und dann kommen die Pranken auch auf. Und hier ist es so tatsächlich, dass die Pranken theoretisch auch schon auf das Display kommen. Gut gelöst ist aber, dass man hier nicht sofort eine Interaktion ausübt, sondern dass Samsung hier tatsächlich so ein bisschen Toleranzwerte drin gelassen hat und man zwar präzise das alles navigieren kann, ohne aber versehentliche Navigationseingaben auszuführen. Das finde ich ist gut gelöst. Aber man sieht schon, wenig Rahmen ist nicht alles. Sieht top aus, ist allerdings vielleicht gerade im Tablet-Einsatz nicht unbedingt super entscheidend. Kommen wir als nächstes zur Hardware und ihr seht ja schon, hier heute in Frankfurt beim Samsung Showcase sind 34 Grad. Gefühlt ist das alles noch ein bisschen heißer. Heiß ist aber auch die Hardware dort drin. Wir haben hier einen Snapdragon 835, wohlgemerkt nicht den 845er, das hat einfach Kostengründe. Und warum man zum Beispiel bei Samsung nicht auf seine eigene Exynos-Serie setzt, ist auch schnell erklärt, hat einfach Kapazitätsgründe. Ich glaube, man produziert einfach extrem viel für die S9-Geräte und auch für das womöglich bald kommende Note 9. Da war also eigentlich nichts mehr zu holen, deswegen ist man auf den Snapdragon von Qualcomm ausgewichen. Man sieht aber schon, für ein Tablet ist das Gerät absolut performant. Ich kann Apps schnell öffnen, also das kommt überhaupt nichts in Stocken hier. Und wir haben 4 GB Arbeitsspeicher, reicht für ein Tablet auch vollkommen aus. Da muss man nicht diesen 8 GB Wahnsinn mitgehen, das ist vollkommen in Ordnung. Softwareseitig ist hier Android 8.1 vorinstalliert. Dazu haben wir die Samsung Experience Version 9.5. Und man sieht schon, Samsung hat nicht mehr alles zugekleistert mit vorinstallierter Software. Dementsprechend ist das System noch flüssiger und das dürfte auch für die Zukunft mit den Specs, die ich euch gerade genannt habe, vollkommen ausreichen. Interessant ist auch, dass Samsung den Akku erhöht hat. Wir kommen jetzt nämlich auf eine Anzahl von 7300 mAh. Samsung selbst verspricht damit eine Akkulaufzeit von
mehr als 15 Stunden. Ich bin da sehr, sehr gespannt, weil das war tatsächlich eine der großen Schwächen vom Tab S3, was ja ungefähr vergleichbar ist mit dem Tab S4, mal abgesehen von der Displayfläche, die sich geändert hat, wie ich schon sagte. Aber der Akku ist das Entscheidende beim Tablet. Da hat Apple mit dem iPad immer vorgelegt. Samsung muss da unbedingt nachziehen. Und mit 7300 mAh und dem energiesparsamen Android 8.1 dürfte dort hoffentlich die Prozentanzeige, die ihr oben seht, nicht ganz so schnell runterrattern. Wir haben damit ein bisschen rumgespielt schon mit den Geräten und die blieb wirklich konstant in diesen Größenordnungen, ist kaum geschmolzen. Da bin ich sehr gespannt, was der Labortest letztendlich sagt, aber die Akkulaufzeit bei einem Tablet extrem wichtig. Die hohe Akkulaufzeit hat einen großen Vorteil, vor allen Dingen für Multimedia-Fans. Ich mache euch jetzt mal einfach ein Video an. Wir haben jetzt hier Jurassic Park als Trailer. Und mit dem großen Akku kann man Filme, Serien, Musikvideos einfach länger sehen. Bin wie gesagt sehr gespannt, wie sich das schlägt im Test. Das Tab S4 schlägt sich aber, wenn man zum Beispiel jetzt einfach nur mal diesen Multimedia-Aspekt nimmt, schon erstaunlich gut. Warum? Wir haben hier, ich mache mal ganz kurz Stopp, damit ihr mich verstehen könnt, 4 Lautsprecher. 1, 2, 3, 4. Und das erzeugt ein wirklich, wirklich starkes Klangbild. Also der T-Rex erzeugt hier wirklich ein extrem cooles Klangbild und man merkt einfach, dass AKG damit beauftragt war, die Software-Feinjustierung damit gemacht hat. Die Lautsprecher sind wirklich eine Wucht und das Ganze mit Dolby Atmos garniert. Fragt euch natürlich, was ist noch beim Tab S4 dabei? Warum sollte man sich das theoretisch kaufen? Das gute Schmuckstück hier ist dabei, das ist der S Pen, etwas verbessert worden, ist etwas größer geworden im Vergleich zum Vorgänger und vor allen Dingen ist er jetzt runder, er fässt sich damit also wirklich wie ein echter Stift an und ja, liegt einfach besser in der Hand. Wenn wir jetzt einmal mal die Notizen ganz kurz checken, können wir auch einmal gucken, wie der schreibt. Hallo at Computer, meine Sauklaue kann kein Mensch lesen, das ist aber auch egal, TV. Der Stift erkennt wirklich feine Eingaben, starke Eingaben, kleine Striche. Das alles ohne große Verzögerung und mit über 4000 Druckstärken. Das ist also ein weiterer Vorteil. Der S Pen ist dabei. Wenn man ihn verliert, dann muss man allerdings 70 Euro dafür bezahlen. Also Zubehör lässt sich Samsung gut bezahlen. Und dann haben wir auch noch den Tischständer von Samsung, kostet 60 Tacken. Also das ist wirklich eine Menge, was Samsung da beim Zubehör draufpackt. Allerdings hat das Ding tatsächlich eine coole Funktion. Ich stecke das hier rein mit diesem Pogo-Anschluss, wo ich auch die Tastatur anschließen kann. Das seht ihr gleich noch. Und wenn dann die Stromquelle an ist, dann geht das Display nämlich an und zeigt mir meine Lieblingsbilder, meine nächsten Termine, das Wetter oder auch in Zukunft wird das Ganze als Smart Home Zentrale sein. Da ist Samsung nämlich drin mit SmartThings zusammen. Die Firma hatte man ja 2014 gekauft, tatsächlich eine Art Steuerzentrale zu machen. Und dann kann ich damit in Zukunft auch mit einem Samsung Tablet und der Bixby-Umgebung dementsprechend meine Lampen steuern und mein Smartest Home Alarmanlagen und so weiter. Nun unterscheidet das Tab S4 ja bei den Specs und auch bei, beim Design und auch bei der Displayqualität sich nicht unbedingt von den Kontrahenten und auch nicht vom iPad. Aber eine richtig coole Funktion ist, und das wollte ich euch auf keinen Fall vorenthalten, die DeX-Funktion. Passt mal auf, wir haben hier das Keyboard. Das ist für Vorbesteller tatsächlich enthalten, das Keyboard. Ansonsten muss man dafür leider 150 Euro berappen. Hat eine Tastenhöhe von 1,5 mm und einen relativ guten Druckpunkt. Also ich kann damit wirklich gut schreiben. Die Besonderheit ist aber, ihr habt ja gerade hier unsere normale Android-Oberfläche gesehen. Stecke ich jetzt hier diese Pogo-Pins in den Pogo-Adapter von dem Keyboard, dann erscheint innerhalb kürzester Zeit Samsung DeX und damit dementsprechend eine komplett neue Oberfläche, wie ihr seht. Und das kann ich dann dementsprechend nutzen und habe einfach eine vergleichbare Notebook-Umgebung, fühle mich damit also wohler und kann damit vielleicht besser arbeiten. Was man auch noch machen kann, ist mit diesem Dock hier einfach kurz warten und schon werdet ihr sehen, dass auf meinem Monitor hier Samsung DeX in einer etwas anderen Form nochmal startet. Und dann kann ich entweder meinen Bildschirm spiegeln oder aber ich kann ihn erweitern. Finde ich eine sehr, sehr praktische Funktion. Ja,
das ist es also. Das ist das Samsung Galaxy Tab S4. Ihr habt jetzt mit uns die ersten Eindrücke gesehen. Und was bleibt am Ende davon? Wir haben wirklich ein riesiges Display. Dank OLED auch richtig schön farbenfroh. Gefällt mir richtig gut. Auch das Design Glas wirklich top, schön verarbeitet. Wir haben 4 super klingende Lautsprecher. Wir haben den S Pen Support. Wir haben sogar diesen Dex-Modus, der gefällt mir richtig gut. Einfach anschließen an diesen Poro-Anschluss und schon kommt innerhalb kürzester Zeit eine Notebook-Umgebung raus. Klingt alles super, auch die Hardware passt. Wo kann man eigentlich meckern? Eigentlich nirgendwo, oder? Doch, am Preis. Der hat es nämlich in Sicht, kostet in der Wi-Fi-Variante 699 Euro und in der LTE-Version 759. Eine Stange Geld, aber dafür gibt es auch viel ab 24. August. Und ich bin gespannt, wie sich das Ding im Testlabor schlägt, weil der Akku vom S3 war nicht wirklich gut, klingt hier aber deutlich vielversprechender. Und dann könnte es eine echte Kampfansage an Apple sein.